Halt die Fresse, Mann. Oder willst du vielleicht, dass wir beide erschossen werden? Stalin ist tot. Er ist tot. Stalin ist tot! Oh mein Gott. Der Genosse Generalsekretär liegt würdelos in einer Pisslache. Ja, ja. Fühlt sich unwohl. Eindeutig. Ich will auf der Beerdigung meines Vaters eine Rede halten. Kein Problem. Theoretisch nicht, aber praktisch gesehen... Als ich sagte kein Problem, meinte ich eigentlich ein Problem. Entschuldigt mich. Stalin wollte immer ein einiges Zentralkomitee. Wer ist dafür? So beschlossen. Ein... stimmig. Wir brauchen einen Wandel. Tja, und wer von uns geht dabei voran? Na, das bleibt ja wohl an mir hängen. Hinterhältiges Arschloch. Das Rennen hat begonnen. Wir brauchen jetzt dringend einen Plan. Wie willst du denn beim Rennen Pläne schmieden? Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht. Ich bin der Friedensstifter. Ich mache jeden fertig, der mir in die Quere kommt. Los jetzt! Bewegt euch mal, ihr schlaffen Pussys! Hol ihn! Abgeben! Schießen! Er schießt sie zuerst, aber er soll dabei zusehen. Erschießen und vor den Altar legen. Um die restlichen kümmerst du dich. Wir müssen handeln. Ich brauche dazu deine Hilfe. Ich bin gezwungen, dieses Gespräch zu melden. Androhung von Gewalt gegen ein Mitglied des Politbüros zum Zweck der... Was machst du denn für ein Gesicht? Ich habe Deutschland erobert. Ich denke, diesen Fleischkloß kriege ich auch noch klein. Egal, was passiert. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen jemand etwas antut. Vielleicht erschieße ich mich lieber, so wie Mutter. Gütiger Gott, hat Coco Chanel dir auf den Schädel geschissen? Nein, hat er nicht. Also, Stalin hätte das gefallen. Ich mache für dich weiter. Viel Glück, die Damen. Wisst ihr was, ihr alle? Leckt mich doch an meinem russischen Arsch. Keine Angst, es wird keiner umgebracht. Versprochen, Leute.